Grüß dich, Servus Leute, hier zum nächsten Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit zwei verschiedenen Sachen. Einmal seht ihr hier die Wand, da habe ich gerade schon ein bisschen was gespachtelt. Und gleich geht es dann für mich noch nach Wiesbaden, heute mal zum Radio. Fragt euch, was ich im Radio mache. Ist heute so eine kleine Show, ja, wo es einfach um Handwerker geht. Da habe ich ein bisschen das Handwerk vertreten. Wünsche mir Glück, dass ich es schaffe, aber ich nehme euch natürlich auch mit. Und ja, vorher noch ein kleiner Check hier, wie gesagt. Hier spachtel ich noch was, da kommt dann eine Spachteltechnik drauf. Einfach eine weiße Wand jetzt. Habe ich hier gespachtelt mit der, ja, meine Traufel. Auf jeden Fall wird oft sauber gemacht. Und hier noch die Spachtel. Das kommt dann nochmal im separaten Video. Also da auch mit einschalten, wenn ihr seht, wie man eine Spachteltechnik herstellt. Aber bevor ich jetzt spachtel, natürlich nochmal den Check. Aber top. Arbeitssicherheitsschuhe von Adidas. Socken, top. Kurze Hose im Winter, top. Die Arbeit kann losgehen. Top, ganz, oder? Top. Leute, wir sind jetzt hier im Auto. Hab ich noch ein bisschen frisch gemacht. Und ja, wie gesagt, jetzt nach Wiesbaden zum Radiosender. Ich weiß gar nicht genau, welcher Radiosender es ist, welche Musik kommt. Ich hoffe mal Schlager, wie wir auch immer auf der Baustelle hören. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Freue mich. Und ja, vor allem in Wiesbaden. Wir sehen uns gleich in Wiesbaden wieder. Das war noch ein Leben da vorne, wie bei den kleinen Kindern. Die juckt gar nichts mehr. Ich früher immer in der Schule. Die Jungs, die machen auch Auge ein bisschen. Die machen ein bisschen Auge. Die sagen Servus auch. Ich sag jetzt auch Servus. Die kennen mich, die kennen Gipser Felix. Felix, folgt mir auf Instagram. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Hier Wiesbaden, Parkplätze. Super gut, überall markiert, aber ein Herr, muss gleich mal vorlesen, hat auf irgendwo dabei gesagt, ey, ich habe euch gesehen, ihr könnt bei mir parken. Grüße auf jeden Fall an ihn. Wir gehen jetzt gleich rein. Und ja, bin ich mal gespannt, was ich heute so erzähle. So Leute, ich bin jetzt angekommen. Seht ihr schon das Werkzeug? Hier werden diverse Sachen dann repariert später. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich könnte es nicht. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das könntet. Das heißt, denkt ihr, klappt es oder eher nicht? Wir hoffen, dass es klappt. Also ich meine, im Notfall wird Gaffer, ne? Ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was es wird. Glaube ich, so richtig in die Laune, dass man sagt, komm, jetzt packe ich es mal an hier zu Hause und mach was. Wir haben wieder unseren Studiogast Felix, den Gipser, bei uns. Wir haben nämlich eben gehört, es gibt so etwas wie Heimwerkerkurse. Ja, und wir haben den Eindruck, dass Heimwerken und Do-it-yourself gerade irgendwie so richtig boomt. Merkt ihr das im Betrieb, Felix? Also machen euch die Heimwerker irgendwie Konkurrenz oder seid ihr dann diejenigen, die dann wieder alles richten müssen, wenn was schiefgegangen ist? Ja, wir merken es auf jeden Fall. Nicht als Konkurrenz, sondern eher, dass wir dann im Kommen, wenn die Wand abfällt, der Putz abfällt und wir dann was reparieren dürfen. Von daher ist es immer ganz lustig, die Einfälle zu sehen. Hast du irgendeine Erinnerung? Was war so das Schlimmste bisher, was da passiert ist? Ja, da hat jemand eine Trockenbauwand hochgezogen und die ist dann leider umgefallen. Zum Glück auf niemanden drauf,
Aber das war bis jetzt so das, der größte Fail, den ich so gesehen habe. Und wenn ihr dann eben bei den Kunden seid, drückt ihr da auch mal einen Spruch und sagt, ja, wären sie lieber gleich zu uns gekommen, oder? Ich denke, da muss man auf jeden Fall der Typ für sein. Ich bin es eher nicht, aber meine Kollegen, die schon ein bisschen länger dabei sind, sagen den Kunden dann schon immer das Passende, natürlich auf eine lustige Art und Weise. Und dann kommt man da schon ganz gut mit klar, auf jeden Fall. Und wie handhabst du das selbst nach Feierabend zu Hause? Bist du auch so ein bisschen heimwerkermäßig unterwegs? Oder sagst du, alles, was nichts mit Gipsen zu tun hat, das lasse ich von wem anders machen? Ich denke, es gibt auf jeden Fall so Typen, die dann nach der Arbeit direkt in die eigene Werkstatt gehen. Ich bin es ja nicht. Natürlich, wenn ich, gestern war ich zum Beispiel bei Ikea, den Schrank kriege ich dann schon noch aufgebaut. Aber da ich jetzt groß da irgendwas rumbastel, bin ich eher nicht. Nee. Und hast du irgendwas, wo du sagst, das kann ich gar nicht? Oder bist du so ein Allrounder sozusagen? Also an Elektrosachen würde ich mich nicht unbedingt dran trauen. Würde ich auch niemandem empfehlen. Ja, da kriegt man relativ schnell eine mal gewischt. Aber sonst würde ich sagen, dass ich überall ein bisschen was kann. Aber wie gesagt, wenn das Größeres wäre, würde ich dann doch dem Experten überlassen. Ja, kann ich verstehen. Würde ich, glaube ich, auch so machen. Aber ich persönlich, weil ich da einfach ein bisschen faul bin und weil ich auch wirklich keine Ahnung habe. Ja. Wir sprechen später nochmal mit dir. Jetzt hören wir erstmal Memories von Maroon 5. Zu dem Handwerksinfluencer auf Instagram, wenn man das so sagen kann. Hallo Felix, herzlich willkommen hier beim Werktag bei uns auf Radio Rheinwelle. Ja, freut mich sehr, heute hier zu sein. Felix, erzähl doch mal, wolltest du als Kind eigentlich auch schon Gipser werden oder wie ist es bei dir dazu gekommen? Nee, überhaupt nicht. Irgendwie stelle ich ja schon vor, bei den meisten Handwerkern, dass sie schon direkt angefangen haben, im Sandkasten schon damit viel Hand zu werken. Ich wollte eigentlich immer Fußballprofi werden, dafür hat das Talent aber bei mir leider nicht gereicht. Ja, wir sehen ja, es ist jetzt anders. So Leute, ich bin jetzt hier fertig, ich habe jetzt den Fleischkeit bekommen. Vielen Dank dafür, waren wirklich sehr nette Leute, im Radio. Der Umgang auf jeden Fall hat Spaß gemacht bei so einem Radio. Radio war ich jetzt, also in so einem Studio. War auf jeden Fall auch mal lustig, das zu sehen. Manchmal habe ich irgendwas geredet, komplett gar keinen Sinn ergeben. Weiß auch nicht, was da los war. Unter Druck, habe ich den Druck gespürt? Nee, Spaß. Auf jeden Fall war lustig. Wieder ein bisschen das Handwerk. Ja, vielleicht ein bisschen weiter vorne gebracht. Muss man auch immer zeigen. Handwerk. Werbung machen. Wir gehen jetzt noch was essen. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ihr wisst, wie beim letzten Mal auch schon, falls euch das Video gefallen hat, liked. Falls euch nicht gefallen hat, liked trotzdem. Und ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Stopp.